In diesem unserem Land gibt es wieder Schlafsack-Infos allerhand. So, aber zuerst mal Prost, gell, weil wichtiger. Heute zum Thema Temperaturangaben auf dem Schlafsack, auf gut bayerisch und für den Rest mit Untertitel. Ja, auch jeder Mensch ist nicht gleich, gell. Wenn es dem einen friert, ist dem anderen schon zu heiß. Ja, wir vergleichen jetzt die Schlafsäcke untereinander, gell. Da gibt es aber eine gute Sache, und zwar Kommission hat da was erfunden, das verzeihe ich heute einmal. Der sogenannte EN-Test, und zwar ist das ein Standard, da wird in einem Schlafsack ein Standard-Dummy eingesteckt, der wird erhitzt, dann wird geschaut, wie lange dauert es, bis es runtergeht. Und dann kann man einen Wert ermitteln, der für alle Schlafsäcke gleich ist. Also man kann davon ausgehen, wenn da das Strom steht, dann ist das vergleichbar mit einem anderen Schlafsack. Jetzt ist bloß das Problem, die einen Leute sind gefrierl, die frieren halt relativ schnell und die anderen ist halt zu warm. Das muss man jetzt selber wissen. Bin ich einer von den gefrierl, dann muss ich mal ein paar Grad runterrechnen oder ist mir jetzt schnell warm, dann muss ich ein paar Grad aufrechnen. Da habe ich mal so ein Blattl da, das zeigt, wie es ausschaut. Seht ihr das da? Da gibt es also einen Bereich. Das eine heißt T-Comfort. Bis dahin kann man normalerweise schlafen ohne Problem. Da gibt es den Übergangsbereich zum T-Lim, da kommt jetzt drauf, wo wie empfindlich das man ist, da kann man schon mal kalt sein oder Frauen frieren da ganz leicht einmal, aber ist nur erträglich. Und dann gibt es einen T-Extrem, also den Extremwert, da friert man, aber man da friert gerade nicht mehr. Also so kann man die gut Sachen einteilen. Wenn man einen Schlafsack kauft, passt man auf, dass der T-Comfort, also der warme Wert, für sich geeignet ist. Ich glaube, jetzt ist es so, gell? Teilweise friert man viel, viel schneller. Warum ist jetzt das? Also gibt es mehrere Sachen. A, man hat nichts gegessen, weil der Körper muss Energie produzieren, damit der Schlafsack die Energie wieder zurückschmeißen kann. Weil der reflektiert ja bloß Wärme, ist ja keine Heizung nicht drin. Also was essen. Dann gibt es die Möglichkeit, ich friere schon, gehe in den Schlafsack rein. Ja, wenn ich einen Schlafsack nicht warm kann, was soll ich mir der wieder zurückgeben? Also dreimal ums Zelt umeinander laufen, bis man nur warm ist, dann einen Schlafsack reingeben. Dann blöde Unterlage. Auf einer Luftmatratze zum Beispiel schlafen. Eine Luftmatratze hat ja oben und unten was und dazwischen ist eine Luft. Jetzt ist die Kälte da. Die Kälte geht immer im Kreis rum und um und kühlt die Oberfläche ab. Das heißt, ein Schlafsack baut sich zusammen mit meinem eigenen Körpergewicht. Keine Isolation von unten. Also auf einer Luftmatratze friere ich auf alle Fälle. Da geht auch nichts. Also Isomatten muss unbedingt her. Ja, und was gibt es sonst noch für Sachen? Man ist nicht gut benannt oder man kommt aus einem heißen Bereich in einen kalten Bereich. Das heißt, man hat einen Sommer gehabt mit 30 Grad, schlagert der jetzt runter auf 15 Grad. Das packt der Körper nicht. Man ist recht empfindlich und wenn man empfindlich ist, man, dann friert man halt auch mal schneller, obwohl der Schlafsack das normalerweise schafft. Nur mal zu der Norm, gell? Die Norm ist eine Norm, weil es halt normt ist. Und das heißt, dass man das untereinander vergleichen kann. Deswegen, wenn ein Schlafsack zum Beispiel 5 Grad draufstehen hat und ein anderer steht auch 5 Grad drauf, und dann kann man die miteinander vergleichen. Das heißt aber nicht, dass jetzt für die auch gerade bis 5 Grad geht, wenn du gefrierl bist. Oder es kann auch sein, dass für die, weil du gar so gefrierl bist, bis 3 Grad oder 2 Grad geht. Sondern von einem Standardmenschen ausgehend hat man halt versucht, da etwas Ausgleichendes zu finden. So, das war's wieder für heute. Wieder was gelernt von Grützibeck. Gell, schön, dass ihr da wart. Hab mich sauber gefreut und ich freue mich, wenn ihr wieder mal reinschaut, gell? Ah, halt. Kommt ja nur der Witz des Tages. Warum sind eigentlich die Dinosaurier ausgestorben, gell? Ja, sie. Mm-mm.
Mach ich, 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 mach